der Weg zu deiner inneren Heimat. Wie in der letzten Übung erwähnt, bauen alle Übungen auf die vorherige auf. Hast du das Gefühl, für die aktuelle Übung noch nicht bereit zu sein? Geh einfach einen Schritt zurück und übe in deinem eigenen Tempo. Wann du zur nächsten Übung übergehst, entscheidest du selbst. Circa 90% unseres täglichen Denkens und Handelns geschehen unbewusst. Zum Beispiel Zähne putzen, Autofahren, morgens aufstehen, aber auch Gedanken über das Leben, über uns selbst. Alles passiert unbewusst. Auch unsere Gewohnheiten sind im Unterbewusstsein verankert. Vieles davon wird von außen beeinflusst und ein Teil von unserem Denken. Du erkennst, wie viel ungenütztes Potenzial und wie viele Möglichkeiten im Unbewussten verborgen liegen. Es gleicht einem riesigen Grundstück, welches ungenützt brach liegt. Nun stell dir vor, du würdest anfangen, dieses Grundstück zu nutzen und ein Haus darauf zu bauen. Du würdest doch nur gutes Material verwenden, damit dieses Haus stabil und schön wird und den Rest des Grundstücks für Pflanzen und Grünflächen nutzen. Doch wie achtlos gehen wir mit unserer geistigen Arbeit um. Deshalb solltest du beginnen, deiner Vorstellungskraft mehr Achtsamkeit zu schenken. Die 6. Übung für diese Woche besteht darin, deine Vorstellungskraft zu trainieren. Wie einen Muskel beim Sport oder Kräftetraining. Hier gilt weiterhin regelmäßiges Üben und stetiges Tun, um Erfolge zu erzielen. Suche dir wie inzwischen gewohnt einen Platz, an dem du dich in einer aufrechten Haltung zur Ruhe begeben kannst. Gib dir, wenn möglich, 15 bis 30 Minuten Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Ohne Musik oder Sonstiges. Spüre, wie du dich mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannst. Jedes Geräusch bringt dich nur noch mehr in eine angenehme Entspannung. Die Herausforderung ist es, mit deiner Vorstellungskraft einen Ort zu erschaffen, an dem du dich wohlfühlst und wo du dich gerne aufhältst. Es werden vorerst viele andere Bilder auftauchen, doch es wird dir durch stetiges Üben immer öfter gelingen, deinen Lieblingsort im Geiste zu gestalten. Du wirst darin bestärkt, je mehr sich dein Bild festigt und Gestalt annimmt. Nun wünsche ich dir viel Erfolg auf der Reise in deine innere Heimat.